Nein, also ich meine, wenn wir in heutiger Zeit über Kultur sprechen, dann tun wir das erstens unter dem Zwang der Sparmaßnahmen, unter der unleidigen Diskussion, was ist nötig in einer Stadt und was nicht und wo kann gespart werden. Und dann tun wir das als bildende Künstler unter dem Aspekt, dass der Kulturbegriff einer der umfassendsten ist, gesellschaftlich. Ja. Wir bezeichnen fast alle Bereiche in irgendeiner Form auch als Kultur. Ja. Und das belegt ja schon, dass Kultur mehr bedeutet als nur die vier klassischen Repertoire, jeder Stadt haben. Da würde auch ein Anhang zu dem sein, nicht kein Anhang, sondern eine Fortsetzung dessen, was ich gesagt habe. Also wir wollen mit dieser Reihe, mit dieser YouTube-Reihe Beiträge leisten in loser Form, die bestimmte Bereiche subjektiv berühren aus dem Kulturthemen, die diskutierbar sind, die offen sind und die also Anstöße sein sollen, ohne dass sie Dogmen und werden müssen. Wir brauchen die Regeln des Marktes nicht, zu den Inhalten zu kommen, die wir haben. So, aus meiner Sicht ist Kultur die Aufnahme jedes Menschen in die Gesellschaft. Der Mensch, der neu auf die Welt kommt, kommt mit großem Vertrauen, mit großer Neugierde und mit der Erwartung, dass alle um ihn herum ein Ziel haben, ihn aufzunehmen, ihn zu begleiten, mit ihm zu kommunizieren und ihn einzuführen in die Gemeinschaft. Und das Repertoire, das jeder neue Mensch entwickelt, ist ein hochsensibles, sinnliches Repertoire mit dem Zweck, Erfahrung zu sammeln, aufzunehmen, Neugierde zu stillen, die Welt zu erfassen, die Umwelt, die Menschen und so weiter, mit ihnen zurechtzukommen. Es ist ein hochkomplexes System der Erfahrungssammlung, die im Kopf gespeichert wird, die dort verknüpft wird und am Ende mit logischen Ergebnissen als Denken in die Welt wieder zurückgeführt wird. Das heißt, ich sammle mit meiner ganzen Kulturkompetenz, die ich auch angeboren habe, alles auf, wo ich kommuniziere in einer ganz weiten Form. Das geht über Hautkontakt bis zum Sehen, Hören, Riechen. Das ganze sinnliche Repertoire ist die Grundlage meines Denkens, meiner Gedanken, meiner Erfahrungen, meiner Verknüpfung und meines Denkens. Und dieses Denken ist dann das Ergebnis dieser ganzen Erfahrungen mit der Welt. Und das würde ich Kultur nennen. Das heißt, Kultur ist die Aufnahme und der Kontakt und die notwendigen Erfahrungen mit der Gesellschaft, mit der Umwelt, mit dem anderen Menschen. Ist im Wesentlichen Kommunikation, wobei wir Kommunikation nicht reduzieren dürfen auf Sprache. Kommunikation ist das ganze sinnliche Repertoire einsetzen, das wir haben. Wir nehmen ja viel mehr auf von anderen Menschen als nur das, was er sagt. Wir arbeiten mit dem ganzen Repertoire. Und diese Aufnahme, diese Verarbeitung, dieses wechselseitige Kommunizieren ermöglicht es, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Und auch einigermaßen zufrieden zu werden. Denn das ist das Ziel. Der Mensch will in seiner Begrenztheit auf diesem Leben in irgendeiner Form ein zufriedenes, erfülltes, ich will nicht sagen glücklich, Glück ist ein Begriff, der eigentlich schwer zu füllen ist, aber er hat ein Recht darauf. Und zu diesem Weg gehört als wesentlicher Faktor Kommunikation, weil die Gesellschaft erst möglich macht, dass er all das aufnimmt, verarbeitet und kontrolliert, was er erlebt. Und es ist auch eine Entwicklung darin. Das heißt, der Mensch zieht Schlüsse aus dem, was er erlebt und auch das, was er negativ erlebt. Und diese Schlüsse heißen, ich muss etwas verändern. Und wenn dann die Kommunikation eintritt, wenn er dann mit anderen darüber redet, was er meint, was ihm nicht gefallen hat in seinen Erfahrungen, meinetwegen gestern oder vorgestern, dann tritt so etwas auf wie solidarisches Handeln, miteinander sich verbinden und am Ende zu einer, ich will nicht sagen Bewegung, aber zu einer Welle zu kommen, die gesellschaftlich mehr bewegt, als wir vielleicht vermuten haben. Das heißt, die Kommunikation ist nicht nur die Basis
der Erfüllung des Individuums, sondern sie ist auch die Basis für die Veränderung der Gesellschaft selbst. Denn erst wenn man miteinander redet, wenn man Erkenntnisse hat über das, was man ändern muss, was man meint, was einen stört, erst dann kann man diese Sache in Bewegung setzen. Wir leben heute auf der gesetzlichen Basis des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist eine Schlussfolgerung unserer Väter und Urgroßväter aus ihren Erfahrungen. Das heißt, sie haben Schlüsse gezogen und haben gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Und sie haben alles getan, und ich finde, sie haben es sehr gut getan, um das textlich festzuhalten. Und das heißt aber nicht, dass damit die Welt erschaffen ist, sondern wir alle stellen jeden Tag fest, dass wir was verändern müssen, dass wir unzufrieden sind, dass wir in unserem Weg zu einem befriedigten Leben, dass wir da Hindernisse finden und dass wir in diese Kommunikation über diese Hindernisse kommunizieren müssen, sie vergleichen müssen, mit anderen abgleichen müssen und dann zu Lösungen finden. Die können auch politische sein, müssen aber nicht. Das heißt, dass die bildende Kunst, das Theater, die Musik und auch die Literatur letztendlich Kommunikation sind auf dem Wege zur Veränderung oder zur Verarbeitung von Erkenntnissen. Und beim Theater kann man das schön festmachen. Ein Theaterstück hat in der Regel ein Problem, das es am Anfang darstellt, meistens Liebesproblem. Und im Laufe des Theaters wird es gelöst. Bis am Ende ist einer tot meistens. Nun ist das ein Vorspiel. Das heißt, man denkt sich etwas aus, spielt es vor und sagt, ja, das kann aber nicht meine Lösung sein. In dieser Form hätte Theater heute in jeder Stadt eine ganz wichtige Funktion. Weil eigentlich alle Probleme, die auch momentan in einer Stadt diskutiert werden, eigentlich ins Theater gehören. Das heißt, man könnte über einen Streik, wie das der Peimann ja damals mit Bochum und Nokia machen wollte, die Diskussion über einen Streik kann auch im Theater stattfinden und sollte es eigentlich auch im Theater stattfinden. Im Theater sollte man auch diskutieren über die Stadt und die Zukunft der Stadt, über meinetwegen Stadtentwicklung und so weiter. Das heißt, wir müssen die Kultur, Theater ist jetzt für mich ein Beispiel für Kultur, als einen Bereich begreifen, der die Möglichkeiten der Vision und des Entwickelns von Gedanken beinhaltet und möglich macht. Und das muss jede Gesellschaft, weil sie sich sonst eben nicht entwickelt.